Heimspiel. Letztes Heimspiel, oder? Ich glaube ja, die haben zwei Auswärtsspiele, glaube ich. Jetzt halt nicht für, genau. Müssen wir nochmal hier mitnehmen. Und der letzte Spieler, nicht nur der letzte Spieler. Wie sind da die Knochen los? Das ist der Tote, glaube ich. Ja, und damit auch willkommen vom Kampfnehmertisch. Kampfrichtertisch heißt es richtig. Ich begrüße Steffen neben mir, der das Spiel jetzt gleich, die Uhr gleich starten wird. Und dann geht es los. Grün-Weiß. Schwerin trifft auf den SV. Den Trainer haben wir auch gleich nochmal da. Ja, was sagt ihr? Ja, kurze Einschätzung für das Spiel. Wie geht ihr das jetzt an? Ja, wir fangen wieder 6-0 an, versuchen wieder viel Tempo zu spielen. Ja, mal sehen, wie es läuft, ne? Da. Ja, erstmal ganz gut. Erster Ball gehalten. Ja, im Normalfall versuchen wir immer zweite Welle zu spielen, aber wir werden sehen. Ich denke mal, dass jetzt was angesagt wird und dass wir das dann versuchen, vernünftig durchzuspielen. So soll es eigentlich laufen, ne? Ja gut, vielen Dank für die Einschätzung. Ja, so muss es in richtige Weise im Lehrspiel natürlich der Trainer hat in der Coachingzone zu sein, da das Kampfgericht mit drauf zu achten. Auf Schweriner Seite funktioniert das momentan vorbildlich. Die ganze Bank sitzt ruhig. Ein schönes Kreisanspiel. Und 9 Meter Entscheidung für Tunkendorf. Und auch der erste Treffer für Tungendorf durch Laura Schulz. 1:0. Ja, dann mal eine Einschätzung von dir, Steffen. Wenn wir sehen, ja, der Ausgleich für Grün-Weiß-Schwerin durch Anne Rahn. In der Oberliga Schleswig-Holstein, wo würde Schweriner stehen in der B-Jugend? Ich glaube, dass sie nicht die Spitzenmannschaft spielen oder Spitzenrolle da spielen würden, wie sie es jetzt hier in der Liga gemacht haben, weil hier ja mit Fortuna der Brandenburg eigentlich nur ein wesentlicher Konkurrent mit bei war, auch wenn es dann mal ein Unentschieden noch gegen Warnemünde gab, was aber, denke ich mal, Ausrutscher war. Die Liga in Schleswig-Holstein ist schon wirklich ausgeglichener. Mehr Spitzenmannschaften, da kann jeder mal jeden schlagen. Es gibt keine Übermacht dort. Also ich denke, dass sie auch da jeder jeden schlagen könnten und sie eben halt dort im Mittelfeld landen würden. Ja, wollen wir gucken, wie der Vergleich heute aussieht. Und 7 Meter Entscheidung für die Gäste aus Schleswig-Holstein. Und sicher verwandelt von Jessica Rahlt zum 2:1. Gelbe Karte gab es dann noch gegen Lisa Menzel. Ja, gerade im entscheidenden Spiel gegen Neubrandenburg haben mir bei Schwerin so ein bisschen die Ideen gefehlt. Siehst du das ähnlich, dass man versucht jetzt die Position durchzuspielen, aber es fehlt so die stechende Idee, um sich gegen eine Spitzenmannschaft richtig durchzusetzen?
Also man muss ja sagen, dass die erste Halbzeit ja nicht schlecht gespielt war und man auch mit einer Führung eben halt in die Halbzeitpause gegangen ist und mit ein bisschen Glück, die hätte auch deutlicher ausfallen können. Aber im zweiten Durchschnitt hat dann irgendwo das Selbstbewusstsein gefehlt, dass man an sich geglaubt hat, dieses Ding hier wirklich reißen zu können und den Landesmeistertitel zu holen. Und vielleicht war es auch die Angst davor, hier das Ding wirklich deutlich auch zu gewinnen. Und man ist dann quasi davor erstarrt und dann eben halt auch die gewisse Ideenlosigkeit dann gehabt. Dann war es eben halt so, dass Leute versucht haben, Verantwortung zu übernehmen, dadurch ein bisschen überdreht haben. Gut, das sind eben halt Lernprozesse, die junge Mannschaft auch mitmachen muss. Und Neubrandenburg hat dann eben halt verdient auch gewonnen, weil sie mehr wollten. Ja, und jetzt sind wir das die zweite Welle. Die der Trainer ansprach, diese spielen wollten. Und der zweite Treffer von Selina Hoffmann zum 4:1 für die Gäste aus Schleswig-Holstein. Wie oft kann man so einen überregionalen Vergleich suchen mit gerade den starken Mannschaften aus Schleswig-Holstein? Erneuter Treffer für die Gäste, Janne Hübner mit dem 5:1. Kann man den suchen, weil man gerade diese Spitzen brauchte, auch für die Ausbildung der jungen Spielerinnen? Ja, du musst regelmäßig suchen. Das ist, glaube ich, das Hauptaugenmerk, weil wenn die Liga hier vor Ort nicht so ausgeglichen ist oder so stark ist, es ist umso wichtiger, dass man eben halt immer wieder den überregionalen Vergleich sieht, um auch wirklich zu wissen, wo man steht. Weil wenn man eben halt Spiele gegen Wismar oder gegen Stralsund sehr deutlich gewinnt, dann weiß man ja nicht wirklich, wo man steht, weil dann gibt es ja gewisse Momente, wo die Mädels sich mit zufrieden geben. Und das darf eben halt nicht sein und deswegen ist es wichtig, man sieht das ja auch, dass hier der Gegner die Mannschaft vor andere Herausforderungen stellt, als es dann eben halt die restlichen Mannschaften hier bei uns in der Liga tun. Jetzt 7-Meter-Entscheidung jetzt für Grün-Weiß-Schwerin. Lara Zatro mit der gelben Karte und es gibt den 7-Meter Eileen Brandt, sicher verwandelt. Zum 2:5. Inwiefern hilft die Ausweitung zur Ostsee-Spreeliga, dem SV Grün-Weiß-Spree? Ist die Leistungsspitze in Brandenburg auch höher oder haben wir da ein ähnliches Problem wie Mecklenburg? Also so genau habe ich das jetzt nicht verfolgt, aber man weiß eben halt, dass in Brandenburg mit dem Frankfurter HC auf jeden Fall eine Mannschaft ist, ein Leistungszentrum ist, was mit dem wir uns auch messen müssen, wenn wir eben halt erfolgreich sein wollen und auch dort eben halt gewisse Siege einfahren müssen, wenn wir eben halt eine Spitzenmannschaft werden möchten oder ein Spitzenverein werden. Da denke ich mal, sind wir noch ein bisschen von entfernt, dass wir direkt auf Augenhöhe mit Frankfurt sind. Und ja, wir werden sehen. Also auch die werden, glaube ich, das gleiche Problem haben wie wir. Die dann eben halt auch keine ausgeglichene Liga haben in Brandenburg. Ja, und Ali Brandt erneut erfolgreich zum 3:6. Und auch der Ball über außen gespielt. Celine Hoffmann in ihrem dritten Treffer bereits zum 3:7. Das Kader scheitert und auf der anderen Seite offen und der Treffer von Lisa Menzel zum 4:7. Also Schwerin hat sich jetzt wieder ein bisschen ins Spiel reingekämpft, nachdem man doch schon 1:5 hinten lag. Was man hier an diesem Ausbildungsspiel, ich denke mal, so kann man es bezeichnen. Schön ist, dass man eben auch hier die Möglichkeit hat, Schiedsrichter auszubilden, ihnen Erfahrung zu geben in höheren Klassen. Wir haben hier zwei junge Nachwuchsschiedsrichter, die zum ersten Mal auf dieser Höhe pfeifen. Und Saskia, nee, der zählt nicht. Es gibt Abwurf. So entschieden. Es bleibt also beim 4:7.
In einem solchen Spiel, in einem solchen überregionalen Vergleich, inwiefern zählt da das Ergebnis A für die Spieler und B für die Trainer? An Aran jetzt mit der Verkürzung auf 5-7. Ein Ergebnis, ich denke mal, ist für beide zweitrangig. In erster Linie haben beide Mannschaften noch ihre Aufgaben vor Augen. Unsere Mannschaft hat den NHV-Pokal noch vor der Nase nächste Woche in Herzhorn. Ich denke, da ist es wichtig, nach einer etwas längeren Punktspielpause, auch einer kleinen Trainingspause, sich wieder einzuspielen, um für weitere Aufgaben vorzubereiten. Deswegen ist das Ergebnis zweitrangig. Natürlich achten die Spielerinnen schon darauf, wie gestaltet sich so ein Spiel. Das ist ja auch für die Motivation mit wichtig. Wenn man jetzt das zweite Spiel vielleicht auch noch eine deutliche Niederlage hält, dann ist natürlich das Selbstvertrauen auch ein Stück weit hinüber. Man geht ja nicht ganz so motiviert in die Aufgaben von in der nächsten Woche, als wenn sie jetzt eben halt ein ordentliches Ergebnis zustande bekommen, dass man eben halt an sich glauben kann. Ja, weil da fallen auch schon wieder zwei Tore für die Gäste. Janne Hübner eben mit dem Treffer zum 5-9. Ja, in Zukunft für dich als Interesse, natürlich ist es letztendlich dein konkreter Unterbau für die zweite Mannschaft von Grün-Weiß-Schwerin. Wie viele Mädchen davon kommen hoch? Es wird mit Sicherheit die eine oder andere Spielerin geben. Genau beziffern können wir das noch nicht. Wir haben auch für die erste Frauen, das darf man ja nicht vergessen, ich glaube, die haben immer das Erstzugriffsrecht und das ist auch richtig so, dass die großen Talente aus diesen Mannschaften immer weiter nach oben kommen. Wir bieten eine Zwischenstation. Wie gesagt, also man kann es nicht genau beziffern, wie viele Leute hochkommen werden. Es ist auf jeden Fall die ein oder andere Spielerin im Fokus. Ja, auch da werden größere Aufgaben auf sie warten. Die MV-Liga der Frauen ist dann doch noch etwas anderes wie die Oberliga Mecklenburg-Vorpommern bei den B-Jugendlichen. Das haben wir in diesem Jahr schon feststellen müssen und der Konter nicht erfolgreich abgeschlossen, so bleibt es beim 5-9. Ja, ist auf jeden Fall so, dass hier, sagen wir mal, überzeugende Spielerinnen, gute Spielerinnen es im Erwachsenenbereich sehr schwer haben werden. Alleine wegen den körperlichen Voraussetzungen, die dort dann eben halt noch wachsen müssen. Also, sagen wir mal, wenn hier eine Stammspielerin ist, die wird nicht automatisch gleich im oberen Bereich eingesetzt. Ich sag mal so, auf den Außenpositionen kann man das vielleicht ein bisschen leichter verkraften als auf den entscheidenden Rückraumpositionen oder auch im Kreis. Ich sag mal, deswegen war es ja auch zu erkennen, dass Lisa Menzel dieses Jahr schon 4 Spiele bei uns gemacht hat, auch gut gemacht hat, aber eben halt auch sie hat erkennen müssen, dass sie noch deutlich zulegen muss, wenn sie eben halt ständig, auch wenn der Konkurrenzkampf denn da ist, spielen möchte und regelmäßig ihre Spielanteile bekommen möchte. Da müssen alle eben halt für arbeiten und ich glaube, so ein Prozess, das dauert eben einfach und da muss sich auch jede Spielerin Zeit nehmen und nicht zu stark unter Druck setzen und erwarten, dass wenn sie da hochkommt, dass sie dann sofort die Stammspielerin ist. Ja, so mal eine persönliche Einschätzung. Wie viele Spieler gehen so in diesem Übergang verloren zwischen Jugend- und Erwachsenenmannschaft? Ja, es kommt ja darauf an, welche Voraussetzungen damit eine Rolle spielen. Sagen wir mal, zwischen Jugend- und Erwachsenenbereich gibt es immer Verlust, alleine schon wegen dem Schulabschluss, dann aber auch wegen Schulabschluss, Studium, Lehre, Auslandsjahr. Also ich sag mal, wenn von einer Mannschaft 5-6 Leute, wenn sie der Größenordnung jetzt hier stand ist, 5-6 Leute hochkommen, dann ist das schon, glaube ich, eine gute Quote. Ja, und das Tor jetzt zum 6-9 für Grün-Weiß-Schwerin wieder per 7 Meter durch Eileen Brandt. Oh, klasse Wurf von Laura Schulz. Zum 6-10. Und wieder der Konter, Janne Hübner hat sich durchgesetzt mit und macht den Treffer zum 11-6 für die Gäste.
Man hat auch ein bisschen den Eindruck, wenn man jetzt mal so aufs Spielfeld guckt, die Gäste aus Schleswig-Holstein, die sind ein bisschen größer gewachsen, ein bisschen kräftiger. Sehe ich das richtig oder ist das, kommt das jetzt aufgrund des Spiels her? Nein, das ist schon so, dass die körperlichen Voraussetzungen hier schon ein Stück weit unterschiedlicher sind. Ich sag mal, bei uns gibt es nicht viele Spielerinnen, die von dem Körperbau so her mithalten können. Ich denke mal, bei uns wäre es vielleicht noch die Caroline Klaus, die körperlich ähnlich in der Voraussetzung ist wie die 7 oder die 8 im Teil von Tungendorf. Dann mit Abstrichen, denke ich mal noch Jenny Kriegsmann, die jetzt im zweiten Spiel krankheitsbedingt fehlt, dann wird es schon schwierig bei uns. Und das ist, glaube ich, auch noch ein Nachteil der Mannschaft, dass die körperlichen Voraussetzungen nicht so gegeben sind. Sie sind ausgeglichen, sie können schnell spielen, aber eben halt hier ist es eine... Das war wollen wir kurz dazwischen, das war ein schönes Kreisanspiel auf Annika Bleek zum 7:12. Wir können zwar schnell spielen, aber es ist jetzt so, dass die Mannschaft... jetzt hat Sina gerade ein bisschen geschlafen, dass man hier natürlich ein bisschen brauchen muss, um die Mannschaft zu unterbrechen. Ich glaube, das Tor zählt nicht. Machen wir mal wieder rückgängig. Ja, dann bleibt es also beim 7:12. Ja, um dann nochmal anzuführen, also die Mannschaft kann schnell spielen, ist für ein schnelles Spiel gebaut, aber für das kräftige Spiel... sind sie nicht da? Also das, was natürlich fehlt, ist, das sieht man ja auch, die einfachen Tore aus dem Rückraum, das ist, glaube ich, da können wir, glaube ich, durch fast jede Mannschaft bei uns gehen. Wir müssen hart und lange für die Tore arbeiten. Ich sag mal, bei mir war es ja auch so, dass wir nicht wirklich aus dem Rückraum gefährlich wurden. Das ist eben halt das, was hier auch fehlt. Körperliche Nachteile sieht man eben halt. Du hast einen relativ großen Innenblock in der Abwehr. Und demzufolge ist es eben halt, musst du lange für die Tore arbeiten. Deswegen sehen wir auch diese ewigen Fehlabspiele, weil dieses typische Spiel, was die Mannschaft hat, nicht auch so aufgezogen werden kann. Sicher! Ja, aber ist das ein Phänomen von Grün-Weiß? Ist das ein mecklenburgisches Phänomen oder sorgen die anderen Vereine mit anderer Ernährung nach? Also im Sinne dass sie Ernährungstipps mitgeben. Nein, ich glaube, das kannst du wenig beeinflussen. Aber wenn du Caro Klaus siehst, die bei uns ja spielt, die kommt auch aus Schleswig-Holstein. Vielleicht ist die Luft ein bisschen anders da. Ja, das sollten wir mal untersuchen und notfalls ein wenig die Luft nachfüllen. Aber ein ähnliches Phänomen hatten wir letzte Woche bei der C-Jugend männlich. Und das war ein schönes Anspiel und der Treffer von Jessica Rahlt zum 13:7. Da hatten wir einen Riesenunterschied zwischen den Spielern des HSV Hamburg und Krönau-Östringen, also den Rhein-Neckar-Löwen. Das war ja, man hatte schon fast den Eindruck, da spielt eine andere Klasse, dass da die B- und nicht die C-Jugend spielt, nur rein vom körperlichen Aufbau her. Na, ich denke mal, das kann man vielleicht auch ein Stück weit damit begründen, dass Krönau-Östringen, was ja die Rhein-Neckar-Löwen in der ersten Bundesliga sind, ein sehr gutes Nachwuchskonzept haben und demzufolge auch, denke ich mal, die Leute anders ziehen, vielleicht auch aus dem breiteren Einzugsgebiet mehr Talente da hinzuholen können. Deswegen, was auch wirkt, Tor durch Erlin Brandt per 7 Meter. Ja, erneut zum 8:13. Dass die natürlich auch eine größere Auswahl haben an Leuten. Und wenn du eine größere Auswahl hast, dann kann es schon mal wirken. Dass eben halt dort eine andere Mannschaft wirkt. Wenn du eben halt aus 10 Spielern immer 5 Leute rausholst, die vielleicht der HSV Handball nicht so hat. Weil es einfach auch dort mehr Konkurrenz in Hamburg gibt in Sachen Vereine. Ja, und jetzt auch bei 7 Meter Treffer von Laura Schulz zum 14:8. Inwiefern kann oder wird sich das negativ auswirken, dass man jetzt letztendlich mit den negativen Erfahrungen aus dem letzten Spiel gegen Neubrandenburg oder vorletzten Spiel war es und diesen Spielen hier heute, also Alexandra Beckmann mit dem Treffer zum 15:8 für die Gäste, auch hier scheinbar nicht die Chance hat mitzuhalten?
Ich denke nicht, dass sich das großartig auswirken würde. Klar haben wir gesagt, habe ich vorhin gesagt, dass das natürlich für die Mädels mit ein Stück weit im Kopf bleibt. Aber sie haben eben halt, wie gesagt, auch eine lange Trainingspause in den Ferien gehabt. Spielen also quasi jetzt das erste Mal seit langem wieder. Ich glaube auch, dass die Schleswig-Holsteiner ein bisschen länger im Spielbetrieb sind und waren, dadurch vielleicht noch ein Stück weit eingespielter sind. Ich denke, wenn mit der Woche Training jetzt bis zum NOV-Pokal wird sich das wieder auch regeln. Ja, Ines, Jeske hat da was abbekommen, wird ein bisschen gekühlt und dann wird es, denke ich, weitergehen für Sie. Jawohl, und das gehört eben auch zum Handballsport. Es ist ein harter Sport, aber die Spieler sind da auch hart im Nehmen. Wird gekürt und dann geht's weiter. Inwiefern hat man als Trainer Chancen, da so jetzt einzuwirken? Man kennt verschiedene Trainertypen, solche, die die ganze Spiel auf der Bank sitzen und zusehen wie ein Zuschauer und Leute wie dich jetzt das Tor durch die Nummer 5, Alexandra Beckmann, zum 16:8. Leute wie dich, der das ganze Spiel, die Linie mitläuft, quasi mitspielt. Welchen Einfluss nimmst du da auf deine Mädchen? Da musst du meine Mädchen fragen, letzten Endes, welchen Einfluss ich da nehme. Ich denke, dass das ja einmal Art trainerspezifisch ist, aber auch die Mannschaft. Ich habe eigentlich das Empfinden, dass ich meine Mannschaft dadurch nochmal zusätzlich ein bisschen pushe, denen auch vielleicht ein Stück weit Arbeit in der Abwehr mit abnehme, indem ich auch die Leute mit ansage, vielleicht auch gewisse Spielkombinationen mit ansage, damit sie sich darauf vorbereiten können. Was passiert, dass wir da einfach auch drüber reden oder was wir auch uns vorgenommen haben vor dem Spiel. Also du kannst als Trainer extrem viel Einfluss nehmen in Sachen ja Auswechslung, du kannst Einfluss mit drauf nehmen, indem du die Taktik umstellst. Ja, und jetzt war eigentlich die Chance für Grün-Weiß-Schwerin und am Ende doch das Tor durch Laura Schulz zum 17:8. Ja, inwiefern kann man ein Spiel auch durcheinander bringen, indem man zu viel wechselt? Ja, jede Menge kannst du das durcheinander bringen. Du musst natürlich die Leute, musst auch ein gewisses Vertrauen haben zu den Spielern, das müssen die Spieler auch vermittelt bekommen. Und wenn du dann nach ein, zwei Fehlern die Leute auch wieder wechselst oder wenn du nur ständig wechselst, sodass gar kein klares Konzept erkennbar ist innerhalb der Mannschaft, verunsichert man die Truppe natürlich sehr stark dadurch. Und das ist auch eine Aufgabe des Trainers, ihm halt das zu verhindern. Ja, Schwerin spielt jetzt mit einem, würde ich sagen, grün-weiß-typischen System, nämlich dem 5-1. Und damit vollem Einsatz Beckmann, Güdukheit und der Fotograf, der den Ball dann auch noch abbekommt. Was genau versucht man jetzt mit diesem vorgerückten Spieler zu erreichen? Ja, du kannst eben halt, je nachdem wie die Spielerin jetzt gerade das Deckungsverhalten ausübt, kannst du den Angriff natürlich konsequent miteinander stören. Du kannst gegen die Mittelposition, die ja der Kopf der Mannschaft ist, die den Angriff lenkt und leitet, kannst du natürlich schon Einfluss mit drauf nehmen, dass da kein ordentliches Angriffsspiel aufgezogen wird. Nimmst ihm halt vielleicht auch ein gewisses Tempo raus. Sie können vielleicht ihre Spielzüge nicht so spielen, wie sie einstudiert sind, weil eine offensive Abwehr ihm halt immer den Angriff vor eine Herausforderung stellt. Jetzt schön gespielt vorher. Da war die Abwehr nicht gut zusammengerückt auf Schweriner Seite und jetzt ist es Saskia Harder zum 9:18. Aber so ein Spiel ist ja ein überregionaler Vergleich. Ronja Grunewig mit dem Treffer jetzt zum 9:19. Ist ja einmal was sehr Interessantes, was Schönes, was man ja was auch sein muss für Schwerin, wie du ja selber sagtest. Aber wie kommt so ein Kontakt zustande?
Ich glaube, den Kontakt hier zum SV Tungendorf, der bestand schon aus einem vorhergehenden Turnier, was auch vor ein oder zwei Jahren hier in Schwerin stattgefunden hat. Und ich denke mal, wenn man ein gewisses Netzwerk hat, dann kommt so eine Sache auch immer wieder zustande, dass man miteinander redet, dass man miteinander spricht und eben halt gewisse Spiele miteinander vereinbart. Und ich glaube, jede Mannschaft ist dankbar für die Testspiele, die sie haben können. Und ich sag mal, auch selbst wenn du jetzt ein, zwei Stunden Fahrt hast, nimmst du das gerne, weil du möchtest ja nicht nur immer gegen Mannschaften aus deiner Region spielen. Deswegen bleibt man da untereinander immer in Kontakt. Man gewinnt neue Bekannte dadurch auch und nutzt diese dann halt. Ja, Leonie Sadro und Ines Jeske erfolgreich für ihre Mannschaften erhöhen den Spielstand auf 10-20. Eine Körpertäuschung von Ranja Güdebik zum 21-10 für Tungendorf. Der Fehlpass und der schnelle Konter der Gäste, Ronja Günewig mit dem 22-10. Noch 3 Sekunden und der Treffer noch für die Gäste, Alexandra Bergmann. Zum 23-10 und damit ist Halbzeit hier zwischen Grün-Weiß und Tungendorf. Pfeift die Scheiße hier zu Ende. Lass schon mal anlaufen, Steffen. Richtig. Was? 5 Minuten Anlaufzeit. 5 Minuten Anlaufzeit. Ach so, cool. Genau. Aber ganz klar. Das ist ein Gremium. Bibi. Oh. Das hast du wieder gut. Gibt es die Klamotten noch in deiner Größe? Nein. Das ist ja das Problem. Nee, es ist auch nicht meins, weil. Wie gibt es? Ja, weil er. Ist egal. Hier, Philipp. Hallo. Hm? Nicht bei der Kaufer. So, die hat Anruf, dann gehe ich jetzt da runter. Nein, weil die hat da Anruf. Also wir müssen da runter. Das ist jetzt weg. Ja. Wir sind mit irgendwelchen. Renner. So, lass uns loslegen hier. Hier, ich bin fertig. Wir haben doch keine Zeit. Ja, auf geht's. Zweite Halbzeit. Grünberg-Spring gegen SV Tungendorf. Also ein Vergleich zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Und aufgrund der ersten Halbzeit würde ich sagen, wir beginnen einfach bei 0-0. In der zweiten Halbzeit und gucken uns die zweite Halbzeit mal ganz ungezwungen vom Ergebnis an. Wie sich das Spiel hier entwickelt. Und die erste Chance für Schwerin über die Außenseite durch Christine Vogt. Schön Außenseite freigespielt und Sina Güdokay kann sich auszeichnen, das erste Mal hier in der zweiten Halbzeit. Oh, nee.
Da muss ich mich natürlich korrigieren, Anna Harm. Hab mich so an den Anblick von Sina im Tor gewöhnt. Habe ich einfach ignoriert, den Torwartwechsel. Aber dafür habe ich ja fachmännische Kompetenz hier an meiner Seite. Steffen Franke als Urbediener am Kampfgericht. Und wir halten fest, 1 Minute 40 in der zweiten Halbzeit gespielt, 0:0. Und Kulmer-Schwerin jetzt mit Manndeckung und der Ball an den Pfosten geknallt von Alexander Beckmann. Und die Chance für Grünwald-Schwerin hier in Führung zu gehen. Gut gedacht, aber Marie Harder kriegt den Ball nicht. Und wieder Pfosten. Und das war ein hervorragendes Tor. Mit Bande gespielt, es zählt nur leider nicht, denn wir spielen hier Handball. In den Kreis getreten und damit Abwurf vom Tor von Grünwald-Schwerin. Kommt richtig Action auf hier jetzt. Nach knapp 2 Minuten. Aber Alexandra Beckmann jetzt den linken Pfosten getroffen, den rechten Pfosten getroffen. Ja, als nächstes die Latte. So der Experte oder das Tor. Wir werden es beobachten. Und der Ballverlust für Schwerin. Und auch der Ballbesitz, Ballverlust bei Tungendorf. Und wir stehen nach knapp 3 Minuten in der zweiten Hälfte immer noch bei 0:0. Ja, sehr unruhiger Beginn. Ist das der ersten Halbzeit zu schulden oder einfach, dass die Mädels schon so ein bisschen platt sind beim zweiten Spiel? Also wir haben das vorhin beim ersten Spiel auch beobachten können, dass dass der Anfang der zweiten Halbzeit sehr nervös war. Es ist ein bisschen unverständlich, warum das so ist. Gerade die Tungendorfer haben eigentlich wenig Not, sich da in solche schwierigen Situationen zu bringen. Schwerin ist vielleicht jetzt nochmal, möchte nochmal was zeigen, möchte nochmal was bringen. Deswegen, wenn man mit dem Kopf durch die Wand sucht, Einzelaktion, wenig herausgespielt ist, kommt dadurch dann eben halt auch zu leichten Fehlern, weil man dann vielleicht nicht die gewisse Sicherheit einfach da auch hat. Ne? Wie gesagt, das, was bei Tungendorf ist, ist für mich nicht ganz erklärlich. Ja, und da der dritte Aluminiumtreffer bereits in dieser zweiten Halbzeit. Das war die Latte, ja. Richtig, und da gibt es 7 Meter. Und dann haben wir jetzt die Chance nach Pfosten und Latte. Das erste Tor in dieser Halbzeit zu sehen nach 4 Minuten. Und Saskia Harder soll die Glückliche sein, aber die Teuterin freut sich schon. Aber zu Unrecht, 1:0 in der zweiten Halbzeit für Grünwald-Schwerin von Saskia Harder. Spielstand 11:23. Tungendorf mit dem Treffer. Ronja Günewig mit dem 11:24. Und hat sich Saskia Harder doch etwas mehr wehgetan. Da wird Saskia Harder sicherlich gleich eine Pause bekommen. Klaus kommt dafür jetzt in die Partie und nimmt die Position von Saskia Harder ein. Und das wird wohl umgeknickt. Und indessen das Tor, das zweite in dieser zweiten Halbzeit für Grün-Weiß-Schwerin durch Christine Vogt. Mal hören und schauen, ne? Grün-Weiß führt. Zumindest, wenn man die Tore in der zweiten Halbzeit anführt, mit 2:1. Julia!
Und schön herausgespielt und hochgestiegen. Alexandra Beckmann mit dem Treffer zum 12:25. Schöner Gedanke, dass Kreisland spielt. Und schön abgefangen. Den Ball da waren sie alle zurückgeeilt. Von Gröber-Sparin, aber der Fehlpass. Und der einfache Ball für Tungendorf. Lara Zaro mit dem 2:3 in Halbzeit 2. Spielstand 12:26. Ja. Ja, kann man eigentlich eine Mannschaft, die in einem Ligaspiel. Aber jetzt Ines Jeske mit dem Treffer. Für Grünwald-Sparren zum 13:26. In einem Ligaspiel jetzt noch motivieren? Bei dem Spielstand? Schlimm wäre, wenn nicht, ne? Also klar, man muss immer das Maximum versuchen, aus der Mannschaft herauszuholen. Und wenn man sich nicht abschlachten möchte, dann muss man sich motivieren, um eben halt das Ergebnis vielleicht zu verkürzen. Zumindest auf gleichen Abstand dann zu halten. Und das ist nicht noch deutlicher wird. Also das heißt also auch bei so einem Spielstand muss man sich immer wieder neu motivieren und das ist auch Aufgabe des Trainers, Aufgabe der Mädels, das zu tun. Ja, da war eigentlich die Lücke da für Alexandra Beckmann. Nutzt sie nicht und da auch die Absprache von ihr mit ihrem Trainer, sie muss mal raus. Über außen gespielt, da traut sie sich nicht, Christine Vogt. Fuß von Grünwald-Sparren gepfiffen. Deshalb Ballbesitz für Tungendorf. Und genauso Fuß jetzt auf der anderen Seite. Schwacher Pass. Kommt außen bei Laura Stemmer nicht an. Aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Grümer-Sparren steht jetzt doch etwas besser in der Abwehr als noch in der ersten Halbzeit und da haben wir erneut den Pfostentreffer. Du hast gesagt, ich soll dich korrigieren, also gibt's nichts. Hast recht gehabt. Ja, und das 4:3 für Grünwald-Sparren in der zweiten Hälfte. Maria Harder zum 14:26. Ich würde sagen, dass jemand durch den Kreis gelaufen, der Kreisspieler. Und deshalb Ballbesitz für Grünwald-Sparren. Mal schön gespielt und über außen. Christine Vogt, erneut erfolgreich abgeschlossen. Konstatiere, 10 Minuten gespielt, 5:3 für Grünwald-Sparren hier in der zweiten Halbzeit. Spielstand 15:26. Da scheinbar haben sich die Mädchen von Grün-Weiß jetzt ein bisschen zusammengerissen. Spielen eine bessere Abwehr. Spielen konsequenter vorne rein. Das war schön. Das Spiel und der erneute Pfostentreffer von
Tungendorf, das war schon der vierte in dieser Halbzeit. Das ist auch ungewöhnlich. Laura Stemmer mit der Chance und es gibt 7 Meter und 2 Minuten Strafe gegen Leonie Zadro. Da freut sich die Mannschaftskasse. Und Anne Rahn tritt an zum 7 Meter und macht den 6. Treffer für Grün-Weiß-Schwerin in dieser Halbzeit. 16 zu 26. Und jetzt wird auch Tungendorfs Trainer erstmalig etwas unruhig auf der Bank. Einfache Körpertäuschung. Ronja Bühnewig zum Treffer. 16 zu 27. Und Ballbesitz für Tungendorf, nach kurzer Absprache der Schiedsrichter entschieden. Und der Ball im Außen, damit Einwurf für Grün-Weiß-Schwerin. Ja, Tungendorf hat jetzt auch ein bisschen den Speed rausgenommen. Der Trainer verlangt gerade mehr Körpersprache. Läuft es bei Grün-Weiß auch besser, weil Tungendorf jetzt nicht mehr volles Tempo geht? Ich denke auch, dass natürlich jetzt, wenn du das zweite Spiel in den Knochen hast, das zweite Spiel auch deutlich führst, dass du auch irgendwo natürlich andere Dinge nochmal ausprobierst, dass du nicht mehr 100% gehst. Das kann natürlich auch eine Rolle mitspielen. Fehlende Absprache, Ball im Aus. Und Tungendorf wieder voll, ohne wirkliche Konsequenz. Und schöner Block von Anne Rahn. Ja. Umgangssprachlich immer noch verbreitet. Den Eckball gibt es natürlich offiziell nicht mehr. Leandra Künzel mit dem Treffer. Für Tungendorf, dem 5. in der Halbzeit 2 und der Konter und der Treffer von Lara Zadro zum 16 zu 29 und dem 6 zu 6 in der Halbzeit 2. Ja, Tungendorf macht gerade das, was Schwerin eigentlich als sein eigenes Spiel bezeichnet, was man auch in den wichtigen Spielen gegen Neubrandenburg zeigen wollte, in der Abwehr sicher stehen und die einfachen Tore über die schnellen Konter zu machen. Genau das passiert jetzt bei Tungendorf. Wieder 3 Leute sind damit vorne und sie kann sich aussuchen. Nutzt den Heber. Und da hat sich Anna Harmweh getan und es scheint ebenfalls der Knöchel zu sein.
Ja, Anaham kann das Spiel leider nicht fortsetzen. Sinan Gündoğan wird gleich dafür kommen. Wünsche mir einen kühlen Eisbeutel und baldige Genesung. Und im Stand von 16:30 geht das Spiel weiter. Und der lange Ball, Lara Caro mit dem erneuten Treffer zum 31:16. Und Lisa Menzel scheitert von der Außenposition. Und schön am Kreis durchgesetzt von Laura Schulz. 32:16. Die Gäste. Jetzt gehen wir in die letzten 10 Minuten. Und Schwerin hat wieder nachgelassen oder Tungendorf hat ein wenig angezogen wieder. Und zeigt jetzt auch in der zweiten Halbzeit, wer die Frau der Lage ist. Und jetzt gab es Uneinigkeiten beim Schiedsrichterpaar. In entgegengesetzte Richtung. Und so. Es gibt Ballbesitz für Tungendorf. So die Absprache nach kurzem. Die kurze Absprache der Schiedsrichter und dann die Entscheidung. Und schön hochgestiegen, Janne Hübner. Mit dem Treffer zum 33:16. Ein schönes Kreisanspiel auf Marie Harder zum 17:33. Das nimmt das Spiel doch deutlich an Tempo auf. Schön die Lücke gefunden. Laura Schulz zum 34:17. Und über Außen Lisa Menzel zum 18:34. Einfaches Tor. Julia Steinbeck. Okay, das nehmen wir jetzt einfach mal so mit auf, dass der Trainer Klassehase sagt. Das lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen. Und der Versuch Nummer 2. Julia Steinbeck ebenfalls. Mit dem Treffer. 18:36. Und jetzt riecht es geradezu nach einer Auszeit. Der Tungendorfer Trainer, ja, scheint sehr unzufrieden zu sein mit seiner Mannschaft, hat die grüne Karte schon in der Hand. Und seine Mannschaft auch schon wieder mit einem Konter. Und scheitern dann auch noch an Sina Gündoğan.
Da ist klare Unzufriedenheit zu sehen. Und da gibt es auch die grüne Karte gelegt vor dem Wurf und damit. Und die Auszeit jetzt genommen von Tungendorf, die bleiben im Ballbesitz, genommen vor dem Wurf und damit gültig. Ja, da wurde jetzt doch nochmal etwas verändert beim SV Tungendorf. Das war auch nötig, wenn man sich das Gesicht des Trainers mal so ansieht. Da waren, zeigen sich noch einige tiefe Furchen. Der Schweriner Trainer hadert da natürlich ein bisschen. Das Zeichen der Auszeit kam noch relativ spät, das wäre doch nach dem Wurf gewesen und damit ungültig und Ballbesitz für Grümer Schwerin. Diesem ist natürlich nicht so der Fall, weil das Legen der Karte ist entscheidend und das war vorher. Und der Treffer von Tungendorf durch Laura Schulz. Und es gibt 7 Meter für Schwerin, also die Auszeit von Tungendorf konnte Schwerin jetzt nicht so viel anhaben auf den ersten Blick. Es gibt erstmal 7 Meter. Für die Mädchen aus der Landeshauptstadt. Und Eileen Brandt, bekannt als gefährliche 7-Meter-Schützin, verwandelt sich ja zum 19:37. Oh, schön über die Außen freigespielt. Und der Treffer von Celine Hoffmann. Zum 19:38. Und jetzt versucht es Tungendorf mit Schweriner Tugenden, nämlich mit dem 5:1. Aber es war direkt auf eine Spielerin gerichtet. Habe ich das richtig soweit beobachtet? Ja, das mag täuschen. Dass man das, sag mal, wenn man das erste Mal spielt, dass es direkt gegen eine Spielerin ist. Ich glaube nicht, dass sie eine 5-1-Deckung gegen eine Spielerin spielen, sondern sie wollen eine ganz normale 5-1 spielen. Ich glaube, das kommt unseren Mädels nochmal ein Stück weit entgegen, weil da können sie jetzt eben halt nochmal ein paar Lücken reißen, ihre Schnelligkeit ausnutzen oder ihre Beweglichkeit, nicht die schnelle Beweglichkeit ausnutzen, um eben halt dann doch zu einfachen Toren zu kommen. Aber es wird eben halt zu beobachten bleiben. Es wäre für mich ja die interessante Frage, die wir vorhin schon mal hatten, dass wir die Mädchen ja größentechnisch den Schleswig-Holsteinerinnen unterlegen sind, dafür aber etwas schneller, etwas wendiger. Könnte man mit einer Mannschaft, Lisa Mentz, mit einem tollen Treffer zum 20:38, wie Schwerin, also mit vielen kleingewachsenen, schnellen Spielern auf einer hohen Ebene mithalten? Und dann der Treffer von Laura Schulz. Ich habe deine Frage nicht verstanden. Ob man mit einer Mannschaft mit den körperlichen Voraussetzungen von Schwerin, Ines Jeske jetzt mit dem Treffer zum 21:39, die sehr klein gewachsen ist, dafür schnell und wendig, auf einem sehr hohen Niveau jetzt im Frauenbereich mithalten? Ja, definitiv. Ich glaube, es gibt genügend Beispiele, wo Spielerinnen klein und wendig sind, die nicht unbedingt Nachteile dadurch haben. Ne? Müssen das ein bisschen ausnutzen, dann eben halt, wie gesagt, die Mannschaft hier war nicht so voller Herausforderung, dass sie gegen große Spielerinnen arbeiten müssen. Gegen große Spielerinnen arbeiten müssen. Das ist dann immer die Umstellung, die man dann schaffen muss. Und das ist jetzt gerade hier die Herausforderung. Ich glaube, nächste Woche
beim NOV-Pokal wird es auch nochmal deutlich schwerer werden, weil eben halt da auch körperlich überlegene Spielerinnen sein werden. Aber grundlegend muss es kein Nachteil sein. Ja, und dass es kein Nachteil sein müsste, das haben wir eben noch gesehen. Anna Rahn mit dem Treffer für Grömer-Schwerin zum 22:39. Und bei immerhin noch 3 Minuten zu spielen, könnte nochmal knapp werden. Und Schrittfehler und damit 7 Meter. Entschieden für Tungendorf. Jessica Rahl tritt an gegen Sina Güdokait. Und versenkt. Zum 22:40. Nach 40, eine magische Marke im Handball. Und Ines Jeske hat sich da wehgetan. Es gibt 7 Meter. Zeit angehalten. Jetzt wird jetzt ersetzt durch Pauline Holz und das Spiel geht weiter mit Aileen Brandt vom 7 Meter und verwandelt sicher. Definitiv eine Stärke, das ist Frau Grünberg-Schwerin, 23:40. Und der erneute Pfostentreffer vom SV Tungendorf. Und der Treffer durch Laura Schulz zum 41:23 für Tungendorf. Einzelaktion, Celine Hoffmann mit dem 42. Treffer für ihre Mannschaft, 23:42. Nille Prohaska scheitert da
mit dem letzten Wurf und damit endet das Spiel zwischen Grünwald-Sparren und dem SV Tungendorf 23 zu 42.